Hallo hier auf meinem Kanal. Ihr merkt schon an meiner Stimme, das ist nicht lustig heute, was ich euch erzählen möchte. Ich habe Post bekommen. Bedarf Verständnis, ich habe meine Adresse abgeklebt. Sogar mit Einschreiben, mit Rückschein. Schon im September. Ich habe geschlagene 4 Monate gebraucht, um die Aufzeichnungen, die ich gemacht habe, mir überhaupt wieder anzugucken. Habe dann geschlagene weitere 2 Monate gebraucht, um das alles jetzt überhaupt zusammenzuschneiden. Gab immer wieder Momente, könnt ihr hier oben auch nochmal sehen, ich musste ständig wieder abbrechen, ich weiß nicht, wie oft ich abgebrochen habe. Und 2-mal habe ich dann halt die Kamera drauf gehalten, als ich gefilmt habe, und da ist es prompt wieder passiert, dass ich echt den Schnitt abbrechen musste, weil es einfach überhaupt nicht ging. 30 Jahre lang haben wir diesen Garten bewirtschaftet, den ihr bei mir im Film immer gesehen habt. Ich habe, wie gesagt, Post bekommen und musste den Garten innerhalb von 10 Tagen räumen. Wenn ich meine Familie und das schwere Gerät nicht gehabt hätte, wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Und das Schlimme daran ist, man hat mir also kein persönliches Wort irgendwie nochmal gegönnt. Dieses Einschreiben mit Rückschein war ein Kasten, dass das Grundstück verkauft ist. Es war also ein Pachtgrundstück, schon über 30 Jahre, und dann sowas. Das Schreiben ist vom 19.09. Es war am 22.09. in der Post, ein Tag, nachdem ich aus meiner Reha gekommen bin. Warum ich in der Reha war, da komme ich auch noch zu. Ihr könnt euch vorstellen, der ganze Reha-Effekt war voll vom Arsch. Entschuldigung, wenn ich das hier so prompt sage, aber ich war nach dieser Aktion platt. Ich war jetzt wirklich, habt ihr auch gemerkt an den Filmen, ich habe ganz, ganz wenig Filme hochgefahren und wenig gekocht und euch gezeigt. Ich konnte nicht. Ich war am Ende, weil dieser Garten hat mir ganz, ganz viel bedeutet und mir das Leben eigentlich gerettet. Und jetzt ist dieser Garten futsch. Ja. Was soll ich sagen? Schaut's euch an. Thank you.
Thank you.